Bald öffnet sich das Zeitfenster für die Pokalspiele. Ab jetzt werden alle Mannschaften versuchen, die Qualifikation zu schaffen. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Wojciech Szczęsny auf der Torwartposition. Giorgio Chiellini spielt gemeinsam mit Leonardo Bonucci in der Abwehr. Blaise Matuidi steht mit Miralem Pjanic im Zentrum. Und Cristiano Ronaldo spielt im Sturm zusammen mit Paulo Dybala. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Gut von dir, Maria. So kann er hier vorbeigehen. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird es ankommen. Jetzt Neymar. Gute Flanke, Bonucci ist zur Stelle. Matuidi. Chance zum Konter jetzt. Douglas Costa, oh, gefährlich. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Paulo Dybala. Mit ihrem Pressing erkämpfen sie sich hier dieses Tor. Und Wolf, da siehst du es wieder. Diese Taktik ist extrem effektiv. Wenn du dem Gegner überhaupt keine Räume gibst, wenn du ihn sofort einschnürst. Das Tor durch Dybala. Und was für ein Tor. Der ist wieder in überragender Form. Und wenn er in der ist, dann kannst du ihn nicht stoppen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und jetzt Douglas Costa. Pjanic. Ballverlust. Sehr gut hier von Chiellini. Cuadrado. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Bernardeschi. Das war eine tolle Chance aus dieser Distanz. Aber Keylor Navas ist zur Stelle. Die Ecke jetzt von Pjanic. Da können Sie klären. Jetzt Matuidi am Ball. Blaise Matuidi. Macht er gut hier. Ballverlust PSG. Dybala. Das ist die Chance. Tolle Aktion vom Torwart. So, Pjanic führt aus. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Dybala. Cristiano Ronaldo kommt. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Keine Diskussion, gelb für Thiago Silva. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. So, Freistoß und wir schauen mal, was Cristiano Ronaldo daraus macht. Der Ball knallt an die Latte. Was für ein Freistoß, unglaublich, was für ein Pech, der wäre um ein Haar drin gewesen. Ferrati. Mbappé. Pablo Sarabia. Schönes Zuspiel hier. Mbappé. Stark gearbeitet. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Cuadrado am Ball. Dybala. Bernardeschi. Klasse Zuspiel. Dybala. Gut gemacht da draußen.
Neymar hier unter Druck, der Ball ist draußen. Gut aufgepasst und abgefangen. Gut gemacht, gutes Tackling. Ronaldo! Ein klasse Schuss, da hat er ein bisschen Pech, der geht knapp vorbei. Di Maria gefährlich. Mbappé, vielleicht jetzt. Weiter Gefahr nach Chessis Abwehr. Ja, schön geklärt, das war die Gefahr bereinigt. Der Ballverlust von Matuidi. Chiellini. Klasse Pass. Der ist drin. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben. Gut gesehen vom Assistenten. Ah, kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt draus machen? Mbappé. Gehalten von Chessy. Weiter gefährlich. PSG verliert den Ball. Ja, klasse Pass von Pjanic. Die Baller. Nee, der Lupfer war verunglückt. Ja, müssen Sie jetzt abhaken. Aus so einer Chance müssen Sie mit. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Schwerer Fehler und sowas wird natürlich bestraft. Klar, das darf nicht passieren. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Nun Douglas Costa. Er kann ihn reinbringen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Di Maria. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Ecke Di Maria. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Ist das der Anschlusstreffer? Noch nicht vorbei. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Chiellini jetzt am Ball. Alexandro am Ball. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Ballverlust PSG. Was macht er draus? Ronaldo schießt. Nein, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Da ist Platz für Di Maria. Und PSG bekommt hier den Freistoß. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie daraus machen? Der Ball kommt. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Das könnte was werden jetzt. Das da der Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Und Bataille zeigt auf den Punkt, Strafstoß. Und damit nicht genug, Wolf. Der Spieler bekommt die gelbe Karte und es ist die zweite. Er muss runter. Elfer nicht drin. Nicht gut von Ronaldo. 3 Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Das ist heute nicht das Spiel von Neymar, muss man sagen. Er kommt heute nicht rein in diese Partie. Klar, es fehlt ein Stück weit auch die Unterstützung der Kollegen, aber von ihm muss da natürlich auch mehr kommen.
Jetzt geht es hier weiter. Paris Saint-Germain mit dem Anstoß. Gutes Tackling. Mbappé. Neymar ist am langen Pfosten. Oh, er kann klären. Die liegen weiter zurück hier, können die Möglichkeit nicht nutzen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. PSG verliert den Ball. Da holt er den Ball zurück. Mbappé. Ballverlust PSG. Weg ist der Ball. Blaise Matuidi. Ja, klasse Pass von Pjanic. Dybala. Er passt auf. Den muss Cristiano Ronaldo machen. PSG verliert den Ball. Miralem Pjanic. Und da kommt er an den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Pjanic. Pjanic mit dem Ball. Jetzt die Flanke. Bernadeschi. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Douglas Costa. Pjanic. Das könnte die Chance werden. Paulo Dybala. Der Pass, nichts zu halten hier. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. 3-1 heißt es also jetzt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das sieht vielversprechend aus. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Jetzt der Ballverlust. Ferrati, klasse Aktion. Chiellini am Ball. Draxler, super gemacht. Neymar. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Ecke Di Maria. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Und nun Matuidi. Super Pass. So, der Ball ist erstmal weg. Abgepfiffen. Freistoß für Paris Saint-Germain. Er ist heute viel gelaufen, wirkt müde. Und Neymar. Da haben sie jetzt den Ball. Mbappé. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und nun Danilo. Bonucci. Da verlieren sie den Ball. Bernadeschi. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Blaise Matuidi. Der Pass von Matuidi. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück.
Es gibt Freistoß für PSG. Bernat. Meunier. Angel Di Maria. Ist hier immer noch am Ball. Wartet im Moment. Chance zum Anschlusstreffer. Schön geklärt. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Na, was mit der Parade? Ball noch im Spiel. Cristiano Ronaldo mit dem Tor. Und auch das war wieder so eine tolle Aktion. Da hat er die Abwehr letztlich ohne Chance gelassen. Das ist schon eindeutig jetzt und der Torhüter macht keine gute Figur heute. Ob es nur an ihm liegt, ich weiß nicht. Aber stimmt schon, er hatte sicher schon bessere Spiele. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Draxler. Es sieht alles andere als gut aus, kurz vor Spielende. Wie fällt deine Analyse aus, Buschi? PSG wird dieses Spiel wohl verlieren. Da muss man kein Hellseher sein, Wolf. Ein ganz schwacher Auftritt. Und es wird Fragen geben, auch an den Trainer. Das war gar nichts heute. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Cristiano Ronaldo mit dem Tor. Das war wieder so eine klasse Szene. Das kann er einfach wie kaum ein anderer. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Draxler.